Wenn hier noch eine Sache schief läuft, dann schwöre ich bei Gott! Wow, alles. Arbeite einfach weiter, ja? Scratch ist Wakes Doppelgänger. Er hat uns reingelegt. Er konnte mir beinahe den Klicker abnehmen. Der ganze Plan ist am Arsch. Wie konnte das so schief gehen? So eine Zeitverschwendung. Sie sagen es, Henderson. Es ist ein Desaster. Also, wie lautet der Plan? Das FBC kümmert sich normalerweise darum, oder? Was meinen Sie? Moment. Sie haben ein paranatürliches Objekt mitgebracht, ohne es zu sagen, und es dann fast einem feindlichen Wesen überlassen? Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Das war ein Fehler. Scratch zu glauben ebenfalls. Aber es ist noch Zeit. Ich muss noch mehr verstehen. Das stimmt. Wir sollten langsam so tun, als wären wir auf der gleichen Seite, ja? Sagen Sie mir, was ich übersehe. Das FBC muss etwas wissen. Gute Neuigkeiten. Wir haben Infos vom Bureau darüber. Schlechte Neuigkeiten, alles streng geheim. Gute Neuigkeiten, betrachten Sie sich als Mitglied des FBC. Hier der Schlüssel zur Zelle mit den Akten. Viel Spaß. Okay. Danke. Sehr gut. Scratch hat uns reingelegt und sich als Wake ausgegeben. Er konnte mich fast überzeugen. Hätte meinen Instinkten trauen sollen. Ich hatte schon beim See ein schlechtes Gefühl. Als diese verrückte Monsterwolke im Wald auf mich zukam, konnte ich ein Gesicht darin erkennen. Es war Wake. Ich glaube, er war schon immer ein Monster, Scratch. Sie erinnern sich nicht, dass Logan, David und ich in Virginia gelebt haben? Ich weiß noch, dass Sie und David Probleme hatten. Sie brauchten eine Auszeit. Sie und Logan sind nach Watery gezogen und dann ist Logan etwas Schreckliches zugestoßen. Als sie zurückkehrten, dachte ich, sie wären die perfekte Partnerin, wenn sie bereit wären, dorthin zurückzukehren. Okay. Das reicht. Meine Erinnerungen sind verzerrt. Sie sind Fiktion. Logan ist am Leben. Ich bin nicht geschieden. Wir sind nie hierher gezogen. Ich kenne die Wahrheit. Wake oder Scratch meinte, jemand könnte uns mit der Geschichte angreifen. Wir dürfen nicht alles glauben. Aber woher sollen wir wissen, dass uns die Geschichte keine falsche Hoffnung macht? Ich kann Sie nicht überzeugen. Ich muss die Geschichte ändern. Die Geschichte verändert die Realität. Deshalb ist meine Tochter hier gestorben, obwohl sie eigentlich zu Hause in Virginia hätte sein sollen. Wissen Sie, ob das... AWEs sind lokale Realitätsverzerrungen. Der Bereich außerhalb der Stadt ist nicht davon betroffen. Manchmal dehnen sie sich aus, manchmal verpuffen sie. Wenn wir Letzteres garantieren, geht es deinem Kind vielleicht gut.
ganze Sache ist ein Albtraum. Ich darf nicht zulassen, dass meine Familie zerrissen wird. Es ist nicht einfach, eine Familie in diesem Beruf zu haben. Die Nachtschichten, das Reisen und alternative, existenzbedrohende Realitäten. Meine Ex-Frau konnte das nicht ertragen. Kieran, Sie sind ohne sie besser dran. Ich bin das jedenfalls. Genau die Fälle hat mein Ex gehasst. Die lebensgefährlichen Fälle. Schon komisch. Die Fälle, bei denen ich draufgehen kann, waren alle. Wake ist nicht die erste Person, für die sich das Dunkel ausgegeben hat. Der See ist ein Tor zum dunklen Ort. Was zur Hölle ist ein Para-Utilitarier? Ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Was passiert mit Casey? Ich bin am Arsch. Na toll. Ein Schatten kriecht unter meine Haut. In meinen Kopf. Sagen Sie meiner Ex, dass es mir leid tut. Das war's, Casey. Etwas stimmt nicht mit ihm. Er ist schwerer verletzt, als er zugibt. Er hat Angst. Ich dachte, Wake wäre dem dunklen Ort entkommen. Könnte er noch dort sein? Der Big Apple in einem Ozean der Dunkelheit. Abgetaucht. Anmerkung des Lektors. Falsche Zeitform. In einer Schleife gefangen. Meine Freunde treffen ihn, wenn ich weg bin. Wake ist immer noch am dunklen Ort gefangen. Vielleicht war er das immer. Scratch tat so, als wäre er Wake. Manipuliert mich. Was will er von mir? Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker.
Das sind alle Verstecke. Diese Leute waren echt gut vorbereitet. Nein. Das ist falsch. Nee. Wake sitzt im dunklen Ort fest. Er wollte mich erreichen, in den Übergängen mit mir kommunizieren. Das ist falsch. Ich muss wissen, welchen Informationen ich glauben kann. Nein. Der Klicker verstärkt jede Veränderung der Realität durch ein Kunstwerk und macht sie dauerhaft. Das Dunkel ist durch helles Licht verwundbar. Zumindest das macht Sinn. Hier gibt es etwas zu lernen. Etwas über Arroganz vielleicht. Rose hat das für mich getan. Sie glaubt, dass ich die Heldin in Wakes Geschichte bin.
Sie sollte Leuten gegenüber kritischer sein, die das Leben anderer kontrollieren möchten. Jemand im Laborkittel hat Mist gebaut. Ich wusste es. Wake sagte, der Klicker würde das in Ordnung bringen. Aber Wake war Scratch. Wie kann ich seinen Worten trauen? Der Künstler muss sein Werk vollenden. Er gefährdet deinen Frieden. Wach auf und erkenne die Gefahr. Wir haben es dir bereits gesagt, Kleine. Tom hat die Wahrheit über den Lichtschalter erzählt. Lass dich nicht von der Geschichte verwirren. Er muss dein Ende für dich schreiben. Der Klicker lässt es Wirklichkeit werden. Aber wir haben Wake nicht. Alles, was wir über den Klicker wussten, war wahr. Er hatte nicht gelogen. Scratch meinte, der Klicker könne die Geschichte ändern. Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Wir haben verifizierte Berichte erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht fest. Ich werde mir einen Plan einfallen lassen. Der Klicker kann das wieder gut machen, aber ich kann ihn ohne Wake nicht benutzen. Vielleicht kann Thor mir helfen. Wake ist immer noch am dunklen Ort. Wie hole ich ihn da raus? Wir leben und atmen Rock'n'Roll. Von kreischenden Mengen bis hin zu melodischen Klängen. Der Klicker kann auch andere Kunstwerke verstärken, nicht nur Toms Texte. Hauptsache, sie stecken voller Leidenschaft. Die dunkle Macht des Sees wird sie in die Realität eindringen lassen. Aber solange der Nutzer des Klickers an die Kunst glaubt, wird sie mit einem Knopfdruck wahr.
Ich kann den Klicker ohne Wake benutzen. Nur Wake kann die Horrorgeschichte ändern. Aber ich kann mit dem Klicker etwas anderes ändern. Wie Wake aus dem dunklen Ort zu holen. Ich werde die Realität mit dem Klicker ändern und Wake zurück zum Cauldron Lake bringen. Ich brauche das richtige Kunstwerk, aber das wird kein Problem. Jetzt weiß ich's. Muss es nur den anderen sagen und alles in Ordnung bringen. Ein für alle Mal. Also brauchen wir Wake, um die Geschichte in Ordnung zu bringen. Das hat sich nicht geändert. Die Sache sieht so aus. Wake sitzt noch im dunklen Ort unter dem See fest. Mit dem Klicker können wir ihn befreien. Aber zuerst brauchen wir ein Kunstwerk. Etwas anderes als seine Geschichte, das ihn hierher bringt. Ich kümmere mich nicht um den Papierkram. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Aber ich bin dabei. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir erst einmal damit anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Sie wissen doch, was Sie da tun, oder? Ich bin jetzt bereit, zum Cauldron Lake zu gehen. Starten wir mit dem Plan. Okay, dann mal los. Wir sind für Sie da. Was brauchen Sie von uns? Ich gehe mit dem Klicker zum Cauldron Lake. Scratch wird versuchen, Sie rauszuholen, Anderson. Sie werden Verstärkung brauchen. Ich weiß, ich werde Sie nicht davon abbringen können, Casey. Esteves, wie sollen wir das Lichtfeld zum See bringen? Kein Problem, ich kümmere mich darum. Und wir bringen unseren mobilen Sicherheitscontainer mit. Er wurde speziell für Wesen wie Scratch entwickelt. Und dieses Kunstwerk hier, Anderson, was haben Sie damit vor? Ich rufe ein paar Leute an. Wir treffen uns beim Cauldron Lake. Thor? Ich brauche die Old Gods of Asgard. Ich brauche ein besonderes Lied. Jawohl! Der Tourbus ist beladen und wir haben uns schon verabschiedet. Machen wir die Straßen unsicher wie früher, Baby! Sie haben das kommen sehen, oder? Natürlich. Ich brauche ein Lied über Alan Wake, um ihn aus dem dunklen Ort zu holen. Ein Schriftsteller, ein See der Dunkelheit, der Weg zum Licht. Schreibt sich praktisch von selbst. Ich hoffe, Sie haben es noch drauf. Leer. Hier ist nichts. Nur Dunkelheit. Hm.
Geh ran, geh ran. David, bitte geh ran. David. David, ich bin's. Wo hast Hör auf. Hör mir einmal zu, bitte. Du hast mich verlassen und mir meine Tochter genommen und dann hast du... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will nie wieder was von dir hören. Ruf mich nie wieder an. David! Verflucht nochmal. Es wird schlimmer. Breitet sich aus. Die Zeit läuft mir davon. Das ist nicht der richtige Weg. Ziehen Sie sie an der Küste. Wir müssen bereit sein, wenn es Fischer kommt. Wir werden bereit sein. SMS Ende. Der Dunkelheit. Die Tiere hielten sich fern. Das sind Thor und Odin. Vielleicht sollte ich mich melden. Kleine! Wir sind fast beim Gig! Und Odin hat vier Schergen der Dunkelheit überfahren! Der Bus ist der Hammer! Ich werde dich einjagen! Wir treffen uns bei der Küste. Ist das Lied bereit? Fast! Odin hat einen richtig geilen Refrain! Bruder, Baum! Baum! Welcher Baum? Im Lied gibt es keinen Baum. Wer zum Teufel steckt einen Baum mitten auf die Straße? Wir sind nicht auf der Straße. Fahr vorsichtig, Opa. Gib mir Vollgas, Bruder. Lass mir es krachen.
dreckige Monster. Die Lichter und der Sicherheitscontainer sind bereit entlassen. Wunderbar. Sind Thor und Odin schon da? Die zwei Odis? Sie sind hier und haben Schnaps mit. Ich liebe sie jetzt schon. Sie sind eigen. Sie wollten wissen, welche Kunst wir verwenden. Nun, Sie sind es. Ich bin gleich da. Neuigkeiten. Wir haben es eilig und der Strom setzt aus. Dein Partner hier wird sich darum kümmern. Ich bin kein Mechaniker, verdammt. Wo ist euer Techniker, Kieran? Wir warten auf dein Signal, Saga. Das wird die beste Show aller Zeiten.
in den guten alten Zeiten. Heavy Metal gegen die Mächte des Bösen. Bereit, wenn du es bist. Wir spielen mit voller Lautstärke. Okay, wir sind bereit zu hoffen. Gib einfach Bescheid. Opa, du gibst mir das Signal, sobald das Lied fertig ist. Und ich verwende den Klicker, um Wake zurückzuholen. Los geht's! Hallo, Conran Lake! Schön, hier heute so viele Bundesbeamte zu sehen! Bereitet euch auf einen seelenzerreißenden, bewusstseinsverändernden Akt schwarzer Magie und Zauberei vor! Wir haben diesen Song für unseren gequälten Lieblingsschriftsteller geschrieben. Lasst euch aus der Dunkelheit führen! Der Song heißt Dark Ocean Summoning! Du lässt mich so sagen, wie ein Affe aussehen, Alter! Scheiße! Probieren wir es doch einmal! Achtung!
Schwarze!